wichtiges Meeting, die Meisterrunde. In der Meisterrunde wird besprochen, was aktuell in der Produktion geschieht. Es wird die Schichtübergabe zwischen den Schichten besprochen. Was war in der letzten Schicht? Was steht für die nächste Schicht an? Gibt es gewisse Herausforderungen, die zu beachten sind? Es werden Mitarbeiterveränderungen besprochen und natürlich auch der Qualitätsstand, der erzeugt wurde. In der Lackiererei treffen innovative Technologien und traditionelle Handarbeit in besonderem Maße zusammen. Die moderne Lackieranlage mit 5 computergesteuerten Robotern ergänzt seit 2005 aus Kapazitätsgründen die bisherige Handlackieranlage. Hier werden in hoher Qualität und Geschwindigkeit täglich mehrere tausend Motorradteile in bis zu 80 verschiedenen Formen lackiert. In der Handlackieranlage tragen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fachkundig die Lackschichten auf geometrisch besonders stark geformte Teile auf. In diesem Bereich der Fertigung werden mit großem handwerklichem Geschick per Hand die traditionellen Zierlinien auf die Motorradtanks aufgebracht. Eine Rolllaufbahn bringt die frisch lackierten Teile zur nächsten Fertigungsstation. Dafür werden sie erfasst und im Computersystem registriert. Teile, die nicht im nächsten Produktionsschritt benötigt werden, wandern in ein Zwischenlager. Der emotionalste Schritt ist für mich, wenn einfach ein Motorrad beginnt zu leben, sprich wenn der Motor mit dem Fahrwerk zusammenkommt, die klassische Hochzeit, und dann am Band ein neues Motorrad entsteht. Bei allen Motorrädern beginnt der Schöpfungsprozess mit der Montage der Rahmenteile auf Motor und Getriebe. Antriebswelle, Hinterradschwinge und Zentralfederbein kommen hinzu. Der Kardan bzw. die Kette, das Kettenblatt und der Kettenradträger werden angeflanscht. BMW Boxer, Vierzylinder- und Sechszylindermodelle werden typenbezogen auf 3 Grundmontagebändern in jeweils 2 Schichten zusammengebaut. Das Grundmontageband 1 mit 34 Montagehaken ist ca. 140 Meter lang. An ihnen montieren in der Hochsaison bis zu 85 Mitarbeiter je Schicht an bis zu 24 Takten die Motorräder. Die beiden anderen Grundmontagebänder sind jeweils 70 Meter lang. Je nach Typ braucht ein BMW-Motorrad hier zwischen 115 und 150 Minuten, bis es fahrbereit ist. Dann folgen Auspuffkrümmer sowie Fußrasterplatten. Heckteil, Hinterrad, Schalldämpfer und Tank schließen sich an. Das Stichwort in der Motorradmontage heißt Kaskade. Hinter Kaskade verbirgt sich eine äußerst zuverlässige elektronische Checkout-Prüfung. Im Detail funktioniert das so. Per Scan-Vorgang werden die individuellen Fahrzeugmerkmale vorgelegt. Dann prüft die Kaskade in einer vorprogrammierten Reihenfolge alle wesentlichen und gewünschten Funktionalitäten wie Blinker, Bremslicht oder auch interne Sensoren. Über eine Funkverbindung tauschen Kaskade und Steuergeräte Informationen und Bedienanweisungen aus. Wir haben noch eine weitere Herausforderung. Unsere Motoren haben eine Oberfläche. Bei dem Motor des Motorrads, das sieht man ja immer. Das heißt, man muss hier schauen, dass man beim Fügen
saubere Passung hinbekommt. Und ja, die Hochzeit ist einfach so ein Start, der ein Motorradleben beginnen lässt. Die vorgefertigten Verkleidungsteile werden aus dem Zwischenlager zum Montageband gebracht. Diese Teile schrauben die Mitarbeiter per Hand an. Umweltgerechtes Handeln im Sinne der Nachhaltigkeit lässt sich nicht nur mit richtungsweisenden Technologien, sondern gleichzeitig mit umweltbewusst agierenden Mitarbeitern erreichen. Um eine umweltverträgliche Produktion zu gewährleisten, ist BMW Motorrad als weltweit einziger Motorradhersteller nach der internationalen Umweltschutznorm und nach der EG Öko-Audit-Verordnung zertifiziert bzw. validiert.